Doktoren am Prüfstand bei Ninja Warrior. Pastor, was ist das für eine Premiere? Ich würde sagen, Mario, legen wir los. Der erste ist der Dominik. Also der hat ja eine ganze Halle an Fans mit. Dirty D, und dabei hat er so ein Babyface. Und der geht gleich ordentlich am Rad. Oh. Ich bin Dominik, ich bin 23 Jahre alt. Ich könnte niemals auf Sport und Bewegung verzichten. Aber in dieser Show gibt es für mich kein Zurück. Wer ist denn alle für den Dominik da? So, Dominik, ich glaube, damit kann es losgehen. Ja, in dieser Show gibt es wirklich kein Zurück. Jetzt geht's los für Dirty D, so nennt er sich. Ja, fünf Sprung von links nach rechts. Wer den kennt, Mathe-Student, der rechnet sich hier durchaus was aus. Gott sei Dank, gut ausgerechnet. Dirty D. Und jetzt kommt er zum Laternenmasken. Hört mal die Fans an, was hat der alles mit? Ja, die machen ordentlich Stimmung. Stay dry und bleibt dabei. Ja, gutes Motto. Schau dir die Unterstützung. Der hat alles mitgenommen aus Bad Fürslau, was es da gibt. Ja, sitzen alle vor, im Publikum. Der hat noch ein paar bezahlt, dass sie für ihn sitzen alle im Publikum. Der kann ja gar nicht so viele Freunde haben. Du bezahlst also deine Freunde, Mario? Musst ja, dafür reicht das Geld nicht. Ab zum Schleudergang. So, da muss er drüber. Konzentration. Hast du gesehen, ja. Nimmt die Power mit. Ja, macht er gut. Sehr gut gemacht. Mit der Schaukel ins Cargonetz und die Unterstützung seiner Familie ist natürlich da. Jetzt ganz wichtig an der Schaukel, Koordination, Timing, Griffkraft, alles muss da hineinfallen. Premiere bei Ninja Warrior. Dominik, komm. Sprung ins Cargonetz. Was macht er? Oh, er fällt ins Wasser. Dirty D wird sauber gespült. Also die Ninja-Taufe ist schon mal gelungen. Was macht er da eigentlich? Also Absprung bei ja, gut, festhalten, aber festhalten. Es ist die Kombi. Absprung und dann am Netz festhalten. Und dann ist er im Wasser. Ich hätte ihn lieber bei uns beim Buzzer gesehen. Also ganz gut ruhig ist er, aber schau. Aber er lässt sich feiern. Ich hab gewusst, ich muss den Schwung ausnutzen. Aber ich habe ihn irgendwie zum falschen Zeitpunkt ausgenutzt. Und dann bin ich, wie du schon richtig gesagt hast, habe ich einen Köpfler gemacht. Haltungsnote 1. Ich meine, ich bin Geräteturner, das habe ich wenigstens geschafft.